Maskottchen darf auch vom Platz. Und die Einlaufkinder haben auch ein Sprintprogramm für heute erledigt. Und dann kann es hier gleich losgehen. Und da ist das 1-0. Per Henrichs mit dem 1-0 für den MHC in der ersten Spielminute. Ja, 55 Sekunden gespielt. Weiter, weiter! Auftakt nach Maß. Hier schöne Bewegung von Weigand. Der war dann eher unglücklich durchgelassen auf Hinrichs. Gegen Kontrolle. Weigand gegen Paul Glander. Und setzt sich da stark durch, kommt in den Kreis. Und Tim Siegen mit der argentinischen Rückhand zum 2-0 für den MHC. Das ausgespielt der Konter von den MHC Herren. Die Aktion gebührt aber Justus Weigand. Ja, 50% des Tores auf jeden Fall. Setzt sich da stark gegen zwei durch. Da sehen wir die Aktion nochmal. Super gemacht, behauptet er den Ball, kommt über die Grundlinie. Und dann der Abischer den Ball vertraut. Das ist natürlich bitter. Timmy für Kilian Pöhling. Ecke. Kommt auf. Gonzalo Peat. Ecke Nummer 1. Direkt das Tor. Gonzalo Peat erhöht auf 2-0. Für den Mannheimer HC. Gucken wir uns nochmal an in der Wiederholung. Unangenehme Höhe für den Torwart. Dennoch Innenkreis. Gut nachgesetzt von Per Henrichs. Und dann ist er wieder drin. Tor Nummer 2. Starke Aktion von Per Henrichs. Erneut, der sich da durchsetzt. Oder hat den Holze noch geklaut? Schon fast. Ja, vielleicht kriegen wir die Hintertorkamera an der runden Seite, hätte ich beinahe gesagt. Kontakt der Entuli im Kreis, findet das Endspiel. Und da ist es mit der Nummer 25. Niklas Reuter mit dem Anschlusstreffer zum 1-4. Ja, schön durchgesteckt da, schön durchgesetzt von Tulli. Zieht da einen freien Mitspieler, der dann vollenden kann. Und jetzt die Kontergelegenheit für den MHC. Schön durchgesteckt von Mangela auf Weigand. Weigand im Kreis mit dem 5-1 für den Mannheimer Aktion. Klasse Konter. Super da von Moschela durchgesteckt. Und das ist, wie du es vorhin auch genannt hast, die individuelle Stärke, die der MHC hat vorne mit Justus Weigand, dem Nationalspieler. Der fackelt da nicht lange, behauptet den Ball, zieht ab ins lange Eck. Und dann ist es ein 5-1. Jetzt nochmal gestört von Paul Glander. Guter Pass da von Körper und er ist richtig geil gemacht. Ball, Ball, komm! Da widerspreche ich mir selber, das war wohl doch kein Dämpfer für die HDRC-Herren. Klasse Reaktion. Somit. Niklas Reuter drückt ihn dann noch über die Linie am langen Pfosten. Doppelpack für ihn. Neuer Spielstand. Mannheim 5. Da direkt der Blick von Michi Körper und bringt ihn da gefährlich vors Tor. Wieder Weigand, schön durchgesteckt von Mangela. 2 gegen 1 gegen Keeper. Und jetzt aber. Schönes Zusammenspiel der zwei. Schönes Hockey. Hier wichtig natürlich der schnelle Ball von Schachner. Da werden Paul Glander und Titus Wex. Schade, kann ihn doch nicht abfangen. Aber Justus Weigand macht es für ihn. Weigand wieder am Tor. Oder vom Tor und verwandelt hier zum 7-2. Julian, mein Freund,
Tor Nummer 2 für ihn. Wiederholung sehen wir uns hier an. Gut nachgesetzt. Marius Leser war knapp dran. Justus Weigand hilft ihm. Gut durchgesteckt. Und Justus Weigand lässt sich den nicht nehmen. Ja. Ja, da ist er drin. Einmal nochmal zum Schiedsrichter geguckt. Beim 5 kämpft zu dir. Macht dann Moritz Fehler. Genau das Richtige. Nimmt sich den Ball, geht in den Kreis, zieht ab. Und er zieht den dritten Treffer für den HTHC. Und vielleicht war das die Zündung vom HTHC. Das Anspiel schön geblockt. Und dann Tor Nummer 3 für den Justus Weigand. Super in den Kreis geblockt. Aber auch ein bisschen Pech jetzt, oder? Schauen wir uns mal hier. Schön geblockt. Ball von der Schläger noch mal reingehalten. Leser und der Block weiter zu Weigand. Und Gonzalo Peyat mit dem einfachen Schuss. Einfach in Klammer. Aber er hört auf 9:3. Aber hat er jetzt hier mit 3 abgewehrt? Ja. Ist auch interessant. Ich glaube, es war ein bisschen Unklarheit, wer es offenbar da gefehlt hat. Wieder auf Peyat. Und der macht ihn zum 10:3. Ja, eindeutig. So, und die letzten 5 Sekunden laufen hier runter. Und wir haben einen weiteren Final Four Teilnehmer mit dem MHC gefunden. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein